Moin. Wir sind heute beim Honigmann-Treffen schon. Vom 11. bis zum 13. September in der Schwäbischen Alb. An den Stuifbergen, an den Pyramiden, an den drei Kaiserbergen. Es ist eine wunderschöne Gegend hier. Recht einsam gelegen, passend für uns alle. Kommen wir zu den wichtigen Themen, die Honigmann-Nachrichten. Moin zusammen. Im Vorspann habt ihr gesehen, wo wir sind. Eine wunderschöne Gegend. Wunderbar. Ruhig, abgelegen und geschichtsbewusst. Dürfen wir auch nicht vergessen. Hier hat sich mehr abgespielt, als wir uns vorstellen können. Kommen wir zu den Honigmann-Nachrichten vom 11. September 2015, Nummer 679. Kasachstan. Ein Massensterben von Saiga-Antilopen soll seit 2014 die gesamte Herde Kasachstans um die Hälfte dezimiert haben. Ursprünglich waren es 257.000 Tiere. Wissenschaftler stehen vor einem Rätsel, sowas wurde vorher noch nie beobachtet. Saigas helfen dabei, das organische Material der Steppe zu zersetzen. Ohne die hundgroße Antilope verhindern die langen und kahlen Winter Zerfallsprozesse, ein Umstand, der Steppenbrände fördert. Zudem geben Saigas ein hervorragendes Mahl für die Steppenräuber ab. Sie helfen dabei, das gesamte Ökosystem in Balance zu halten. Wo es Saigas gibt, sind noch andere Spezies zahlreicher vorhanden. Es ist schwer zu ermitteln, warum die Tiere sterben. Die Herden verteilen sich auf eine riesige Weite des Landes und wandern außerdem im Frühling und im Herbst. Und bitte selbst weiterlesen, der Artikel ist sehr viel länger unter Nummer 1. Es hängt übrigens wahrscheinlich damit zusammen mit einem Wirkstoff, der in Raketenantriebswerken sich befindet. Und dieser Beistoff legt sich übers Land rüber. Natürlich kommt das alles immer wieder runter. Und daran könnte es liegen, dass die Antilopen verenden. Leider. Mensch. Fleischessen ist immer mit Mord an einem Geschöpf verbunden. Manche meinen, dass übertrieben so es so sei, sozusagen. Tut mir leid, aber es ist so. Nicht nur das. Die Folgen für Fleischesser sind nicht minder leidvoll. Viele Krankheiten, welche heute als normal und altersbedingt gesehen werden, sind die Folge des Fleischessens. Natürlich ist mir schon klar, dass nicht alles nur davon kommt, aber genug. Wenn man weiß, dass sich in den Gedärmen eines jeden Fleischessers im Laufe des Jahres mehrere Kilo von verrottetem Fleisch ansammelt, welche übrigens kaum ausgeschieden wird und einfach so in uns dahin verwest, dann liegt es jedem vernünftigen Menschen auf der Hand, dass dies langfristig keine guten Folgen haben kann. Vom Prinzip her ist das richtig, dennoch beinhaltet es sehr viele Einschränkungen. Wir sind, und da kann ein Veganer oder Vegetarier reden, was er will, wir sind ein Mischwesen, so auch die Zähne ausgelegt. Es muss nicht jeden Flachfleisch sein, aber wir sind Fleischesser, wir sind Pflanzenesser. Ich selbst habe das Fleischessen auch eingestellt, wie ihr wisst, vor rund 2,5 Jahren. Allerdings will ich nie behaupten, dass ich Veganer oder Ähnliches bin. Nein, ich bin weiterhin Fleischesser, nur ich esse es nicht. Ich esse es deswegen nicht, weil ich weiß, was die Tiere zu fressen bekommen und was in die hineingespritzt wird. Und mein Dank liegt dann natürlich bei Monsanto, Syngenta, BASF und was weiß ich, wie sie alle heißen. Und das mit dem Fleisch im Gedärm ist richtig, wenn man sich nicht richtig ernährt. Wer sich richtig ernährt, kann eine Darmbehandlung machen und die funktioniert einfach nur mit Rohmilch. Hallo, Rohmilch, nicht Haarmilch, nicht pasteurisierte oder ähnliche Milch, nein, aus dem Supermarkt, sondern wirklich Rohmilch vom Bauern. Dass es die selten gibt, wissen wir. Dennoch gibt es genug Landwirte, die es sagen und geben, freiwillig abgeben. Ein Liter, wie auch immer, trinken oder besser wäre noch, mit dem Bauern zu sprechen, dass er mal gegen
Aufpreis, die ist teurer, natürlich, 1 Liter Biestmilch dir überlässt. Biestmilch ist die erste Milch, nachdem eine Kuh gekalbt hat. Und die reinigt und bearbeitet den Darm richtig auf. Darüber können wir lange, lange sprechen, was dann passiert. Dann gibt es eine Darmreinigung und dann gibt es eben auch nicht diese Restablagerungen im Darm. Die sind dann weg. Welt. Strom-Blackouts mit wahrscheinlichen Beeinträchtigungen der gewohnten Kommunikationskanäle, Internet und Telefon fallen flach, sobald die Akkus aufgebraucht sind. Da fast alle dieses Szenario für überzogen halten, macht sich kaum jemand Gedanken darüber, was passiert, wenn das nicht mehr verfügbar ist. Deshalb sollte man sich darauf vorbereiten. Es gibt verschiedene Kommunikationsmedien, mit denen man sich auch unter schlimmsten Voraussetzungen wichtige Informationen beschaffen kann. Ein stromnetzunabhängiger Weltempfänger gehört auf jeden Fall zu diesem Blackout, zu dieser Blackout-Vorsorge. Und auch dort bitte weiterlesen und weiter erfragen unter Nummer 3. Man sollte ein bisschen vorbereitet sein. Wir stehen kurz vorm Knall. Was habe ich immer gesagt? Wir sind nicht 5 Minuten vor 12, wir sind 5 Minuten nach 12. Knallt es um 6 Minuten nach 12? Wir sind eigentlich schon mittendrin. VSA, die sogenannte NOTAM vom 1. September besagt, dass beginnend mit dem 2. September sowohl die ADS-B-Luftraumüberwachung als auch die TCAS in den Bundesstaaten Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia und Florida beeinträchtigen unterliegen könnte, welche den Luftraum bis 200 Seemeilen vor der VS-Ostküste mit einschließt. Als Grund für diese Warnung wurde mitgeteilt, dass in dem betreffenden Gebiet Militärmanöver stattfinden und der Zeitrahmen umfasst den gesamten September. Die arbeiten übrigens mit Jade Helm zusammen. Dennoch frage ich mich mit lächelndem Gesicht auch, wieso hat man das gerade Jade Helm genannt? Einige wissen, was ich damit meine. Egal. Washington, Redmond. Die VS-amerikanische Regierung geht gegen Microsoft vor. Dabei geht es um den Zugang auf persönliche Daten von Nutzern. Die VSA wollen auch auf Server zugreifen, die im Ausland stehen. Microsoft weigert sich unterdessen, E-Mails auszuhändigen, die auf einem irischen Hotmail-Server liegen. Dem Prozess werden Signalwirkung auf die generelle Zugriffsrechte von VS-Behörden auf ausländische Server zugesprochen. Wer da letztendlich hintersteckt, wissen wir, die wollen jede Mitteilung sofort haben. Das Biest in Brüssel liefert auf dem direkten Wege. Wir brauchen nicht mehr über Langley zu gehen, sondern liefert auf dem direkten Wege Richtung Jerusalem. Washington. Sprecher des Weißen Hauses Ernest am Donnerstag. Der Präsident hat seine Mitarbeiter angewiesen, im nächsten Haushaltsjahr mindestens 10.000 Syrern die Einreise als anerkannte Flüchtlinge zu ermöglichen. Die VSA stehen international in der Kritik, weil sie im Vergleich zu den Verbündeten in Europa nur einen Bruchteil der Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland aufnehmen. Ja, und Schlepperbanden bezahlen, ist auch ganz klar. 10.000 ist natürlich ein Witz. Wir haben derer als kleiner Vasall der VSA schon einige 100.000 aufgenommen. Wir haben einige IS-Leute davon, ca. 4.000 bis 5.000 schätzen wir. Bewaffnet sind sie zum Teil schon, bewaffnet wird der Rest noch. Was passieren kann, wird unter anderem morgen hier besprochen. Asunción. Die Regierung von Paraguay gab Mittwoch bekannt, Flüchtlinge aus dem vom Bürgerkrieg zerrütteten Syrien in vernünftigen Mengen aufnehmen zu wollen. Außenminister Sarubi teilte während einer Pressekonferenz in Asunción mit, dass Paraguay offen für den Empfang von Flüchtlingen ist, aber in angemessenen Mengen. Das können wir hier nicht sagen, weil wenn wir hier sagen in angemessenen Mengen, dann schreit als erstes unser Mutti und dieses ganze rote Gelumpe schreit sofort, ihr seid Nazis und sie haben keine Argumente. Sie wissen, dass wir sie getroffen haben, sie wissen auch, dass wir sie aufgedeckt haben und wer gar keine Argumente hat, der schreit Nazi. Na, so müsste es heißen. Orthographie sollte man denen auch noch beibringen. Brasilien, New York. Die amerikanische Ratingagentur Standard & Poor's hat am späten Mittwochabend Brasilien auf Junk abgestuft.
Die neue Rating lautet nun BB+. Zuvor hatte S&P Brasilien mit BBB- eingestuft. Gleichwohl drohen sogar noch weitere Abstufungen, da S&P das Rating mit negativem Ausblick versehen hat. Das macht auch nichts, das hat sich sowieso bald erledigt. Dass die noch den Brasilianern einen mitgeben, liegt einzig und allein daran, weil sie zu den BRICS-Staaten gehören. So einfach kann das gehen. Montevideo. Die Regierung Uruguays hat am Montag den Ausstieg aus den Verhandlungen zum internationalen Dienstleistungsabkommen, dem TISA, bekannt gegeben. Super. Zuletzt hat es im Juni erneut landesweite Streiks gegen Uruguays Teilnahme gegeben. Endlich mal ein Land, was aufwacht. Libyen, Europa. Während Europas Migrantenkrise weiter wächst, rufen viele russische Medien die düstere Prophezeiung des ehemalig libyschen Anführers Gaddafi in Erinnerung, die dieser einige Monate vor seinem Tod gemacht hat. Hört zu, Völker der NATO, ihr bombardiert eine Mauer, die den Weg der afrikanischen Migration nach Europa und den Weg der Terroristen von Al-Qaida versperrt hat. Diese Mauer war Libyen. Ihr Idioten reißt sie nieder und ihr werdet in der Hölle schmoren für tausende Migranten aus Afrika. Und weil ihr Al-Qaida unterstützt habt, so wird es sein und ich lüge nie und ich lüge auch jetzt nicht. So seine Aussage. Er hat Recht behalten, wie mit allen seinen Sagen, mit allen seinen politischen Wollen, was er für sein Land getan hat, für seine Bevölkerung getan hat. Nur der schmutzige Westen musste ihn mit dem Trommelhasen aus Frankreich kaputtschlagen, der dafür den Auftrag bekommen hat. Türkei. Als am Dienstag türkische Truppen illegal in den Nordirak eindrangen, um kurdische Rebellen zu verfolgen, die in den Tagen zuvor 16 Soldaten getötet hatten, dürfte eine Gewaltspirale besonderen Ausmaßes ausgelöst worden sein. Bereits kurz danach kam es in der ganzen Türkei zu teils gewalttätigen Demonstranten von ultranationalen Gruppierungen gegen die Kurden und deren politisches Organ, der PKK. Auch hier scheint einmal mehr generalstabsmäßig die Taktik des Herrsche und Teile angewandt zu werden. Auch das hat sich bald erledigt. Naja, die meisten sind in der Zwischenzeit auch schon hier. Der Kurden. China. Lange hat's gebraucht. Eine pessimistische Sicht auf die chinesische Wirtschaft entwickelt die internationale Gemeinschaft erst vor kurzem, doch das Kollektiv. Die Gründe für den Pessimismus variieren. Manche glauben, dass Xi Jinpings Antikorruptionskampagne zu politischer Instabilität und damit wirtschaftlicher Rezession führe. Andere denken, dass die Eingriffe des chinesischen Regimes in den Aktienmarkt die Weltwirtschaftskrise verursachte. Doch fast nie ziehen Leute ernsthaft in Betracht, dass es Chinas Wirtschaftssystem selbst tat, das der Erhaltung von Wohlstand im Weg steht. Die Arche Noah zur Rettung der Weltwirtschaft ist China trotz allen Wunschdenkens nie gewesen. Und sie haben tatsächlich einiges selbst gemacht, aber bewusst. Und sie werfen immer noch den Petrodollar auf den Markt. Gut so. Entschuldigung. Russland. Das Portal RBK berichtete über Pläne der russischen Regierung, den russischen Zolldienst abzuschaffen. Die bisherigen Aufgaben des föderalen Zolldienstes sollen nach bisherigen Vorstellungen zwischen der Steuerbehörde und dem russischen Sicherheitsdienst aufgeteilt werden. Die rein finanzielle Seite des Zolldienstes soll künftig durch die Steuerbehörde erfüllt werden und die Kontrollfunktion an den Grenzen übernimmt der russische Sicherheitsdienst. So kann man übrigens auch Ämter zusammenfassen und nicht einen Wust und ein Moorloch von Ämtern entstehen lassen. Moskau, VN, Irak. Russland hat auch eine Resolution des VN-Sicherheitsrates zu Chemiewaffen im Irak angerichtet, die von dort aus in die Hände der Terroristen des Islamischen Staats gelangen können. Westliche Medien vermuten hinter dem Vorstoß jedoch keine guten Absichten, sondern lediglich ein Ablenkungsmanöver zugunsten der Assad-Regierung. Selbst wenn es so wäre, wer hat was gegen... Ach so, der Westen. Ja, der hat natürlich was gegen Assad, weil er nicht so funktioniert, wie der Westen will. Wie war das? Dem Westen wird bald in den Arsch getreten. Ganz heftig. Moskau, Europa.
Laut einer Meldung des russischen Online-Magazins Sputnik kann Russland das Flüchtlingsproblem und die Gefahr des Eindringens von Extremisten nach Europa nicht unberücksichtigt lassen, wie der Pressesprecher des russischen Präsidenten Peskow gestern sagte. Das Flüchtlingsproblem sei eine riesige Gefahr, sagte Peskow im Gespräch mit Journalisten. Kein einziges europäisches Land könnte bei einem solchen Problem einfach wegschauen, auch Russland nicht. Eine noch größere Gefahr bestehe darin, so Peskow, dass sich unter den Deckmantel von Flüchtlingen auch Terrormilizen nach Europa begeben. Haben sie schon, nicht? Das wird auch von europäischen Behörden bestätigt. Leider halten sich in Europa bereits Menschen aus dem sogenannten Islamischen Staat auf, die in Kriegshandlungen, an Terroranschlägen und an Morden teilgenommen haben und schummeln und muscheln sich unter die sogenannten Flüchtlinge. Das sind unter anderem auch die, die immer alles hatten, alles zu trinken, alles zu fressen hatten und, und, die dann in Ungarn beispielsweise die Wasserbehälter per Fußtritt vom Bahnsteig kickten, um auf die dann auf die Gleise der Eisenbahn landeten. Sie hatten es gar nicht nötig. Sie haben genug davon. Und alle haben sie natürlich ein iPhone. Das Neueste. Die haben auch alle neue Klamotten. Die Neuesten. Du Hartz-IVer. Ich nicht. Die anderen auch nicht. Alle natürlich nicht. Simferopol. Die Republik Krim ist auf die angedrohte Verkehrs- und Lebensmittelblockade von Seiten der Ukraine völlig gefasst, wie Republikchef Asjanow am Dienstag in der Krim-Hauptstadt Simferopol sagte. Die ukrainische Parlamentsabgeordnete Tschubadow und Chemeljew sagte am Dienstag in Kiew an ihrer Pressekonferenz und wurde dort mitgeteilt, dass die Grenze zur Krim für die Lieferung von und anderen ukrainischen Waren auf der Insel gesperrt werden soll. Eine Initiativgruppe von Krim-Tataren sowie Patrioten der Ukraine würden an der Aktion teilnehmen, hieß es. Uman. In der zentralukrainischen Stadt Uman haben 30 vermummte Männer ein Pilgerlager für 30.000 orthodoxe kasidische Juden mit Hämmern und Brechstangen angegriffen und teilweise zerstört. Laut Angaben der Angreifer hätten die Bewohner die Entscheidung kollektiv getroffen. Der Bürgermeister der Stadt wurde von der rechtsradikalen Svoboda-Partei eingesetzt. Die anwesende Polizei schritt nicht ein. Seit dem Maidan-Putsch im Februar 2014 haben 7.000 Juden die Ukraine verlassen, die höchste jüdische Auswanderungsrate weltweit. Ist schon heftig. Ich kann mich dafür nicht entschuldigen, komisch, das fehlt mir. Ukraine-Normandie-Format. Am 2. Oktober soll es soweit sein. Wladimir Putin, Petro Poroschenko, Angela Merkel und François Hollande, wie die Soße, wollen sich im sogenannten Normandie-Format treffen, um die Lösungsmöglichkeiten für den weiterhin heißen Konflikt in der Ostukraine zu sprechen, wurde bei einer Telefonkonferenz der vier Staats- und Regierungschefs beschlossen. Beim Telefonat sei es nun um den Stand der Umsetzung der Minsker Friedensvereinbarung gegangen. Ja, sie haben ja schon den zweiten und haben den dritten in Aussicht und es passiert gar nichts. Kiew bewegt sich nicht. Nochmal, es ist nur ein Säbelrasseln in vorderster Linie. Es beginnt entweder ganz im Osten, ich könnte auch sagen ganz im Westen. Oder es beginnt tatsächlich im Orient in der Levante. Und die Flugzeugträger sind schon vor Ort mit ihren Begleitschiffen. Vergesst bitte nicht, ein Flugzeugträger hat mindestens zwischen 8 bis 12 Begleitschiffe dabei. Und das sind Granaten. Da träumen wir von. Baltikum, NATO, VSA. Die amerikanischen Militärexperten haben Zweifel an den Fähigkeiten der NATO, im Falle der Notwendigkeit, das Baltikum schützen zu können. Die Zeitung Rossiyskaja Gazeta zitierte eine ganze Reihe von amerikanischen und litauischen Experten zu dieser Frage. Die zitierten Experten kommen zur Aussage, dass im Falle einer Krisensituation im Baltikum die NATO mit einer ganzen Reihe von Problemen konfrontiert wird, um die Verteidigung Lettlands, Litauens und Estlands zu organisieren.
Amerikanische Militärexperten waren erstaunt, als sie die geologischen Besonderheiten des Baltikums studiert haben und feststellen mussten, wie schwierig es ist, unter diesen geologischen Bedingungen Kampfhandlungen zu organisieren. Ja, sie fliegen nicht irgendwo ein in eine Wüste, laufen geradeaus und hauen die Muckels weg auf die Ohren. Es ist Europa. Vorher wussten die noch nicht mal, wo Litauen, Lettland, Estland liegt. Die wussten auch nicht unbedingt alle, wo Deutschland liegt. Zeig mal einem Ami eine Karte, wo keine Namen draufstehen. Frag mal, wo Deutschland liegt. Der zeigt auf China. EU, VSA. Der Datenschutzexperte der Piratenpartei Breyer hat das von der EU-Kommission ausgehandelte Datenabkommen mit den VSA als völlig unzureichend und menschenrechtswidrig bezeichnet. Der Nutzung und jahrzehntelangen Speicherung europäischer Daten in den VSA werden keine nennenswerte Grenzen gesetzt, selbst für besonders schutzwürdige Daten wie über unser Sexualleben. Auch das wird bald ein Ende haben, dann wird es keine Daten mehr geben. Und ich behaupte mal, eines der ersten Sachen, was wie auch immer abgeschaltet, für möglicherweise sogar zerstört wird, das bringt dann der Mob zutage, der nicht zu halten ist, dürfte das Biest in Brüssel sein. Das ist eines der ersten Sachen, die weg müssen. Belgrad. Bei einer Veranstaltung in Belgrad, Serbien, schildert die Syrien Derosius die aktuelle Lage in Syrien und wirft zahlreiche Fragen auf, die man im Westen nicht hören will und deswegen bewusst ignoriert. So erklärt er beispielsweise, dass man für den Bruchteil des Geldes, die eine Flucht nach Europa kostet, für sich und seine ganze Familie ein Haus in Syrien kaufen kann, und zwar in einer sicheren Zone, geschützt vor jeglicher Art der Verfolgung. Auch sie verweist darauf, dass die Flüchtlingszone gezielt durch Dschihadisten genutzt werden, um in die Länder Westeuropas zu gelangen. Jeder Einzelne hat eigens zu diesem Zweck zuvor mehrere tausend Dollar erhalten. Verantwortlich dafür macht der Rosius unter anderem die VSA und die Türkei. Es wird immer offensichtlicher, dass die Flut an Flüchtlingen, die sich gerade über Europa ergießt, bewusst gesteuert wird und geopolitische Hintergründe hat. Ich kann mir in der Zwischenzeit sehr gut vorstellen, dass das demnächst ganz schnell abgeschaltet wird, wodurch auch immer. Denn einem Land in Europa, ich behaupte, das sind Freunde von uns, denen passt das gar nicht. Und die machen möglicherweise einen Riegel davor. BRID Großbritannien. Der britische Politologe Glees kritisiert im Gespräch mit dem Deutschlandfunk die Entscheidung Deutschlands, alle in Ungarn gestrandeten Flüchtlinge aufzunehmen. Deutschland hat das nicht entschieden. Das hat das Merkel entschieden und ähnliche Konsorten, die uns damit ganz in den Untergrund fahren wollen. Viele meinen, die Deutschen haben ihr Hirn verloren. Manche hatten gar keins. Da sich Deutschland bisher immer stark an Regeln gehalten hat, stelle das jetzige Verhalten ein großes Rätsel für Deutschlandkenner in Großbritannien dar. Deutschland verhält sich wie ein Hippie-Staat, der nur von Gefühlen geleitet wird. Man mag über Ungarn denken, was man will, aber wenn Deutschland sich nicht an die Regeln hält, fällt die ganze EU auseinander. Ist das der Sinn? Und dann die Zerschlagung, das letzte Mittel unserer Freunde, der sogenannten Eliten, dieses Pakt will ich nicht sagen, diesen Bodensatz reinzuschicken und hier ein Gar auszumachen, den Menschen, den Deutschen. Denkt mal drüber nach. München. Angesichts der Asylforderungszustroms hat die Stadt München den Überblick über neu ankommende Ausländer verloren. Naja, wer nicht. Eine Registrierung findet ja derzeit nicht mehr statt, sagte der Chef des Münchner Kreisverwaltungsreferats Blume Bayerle der TZ. Wir verzeichnen einen beträchtlichen Schwund. Wir fahren 1000 Menschen in die Messe hinaus und ein paar Stunden später fehlen schon 200. Keiner weiß, wo sie hin sind. Blume Bayerle forderte deswegen unverzügliche Hilfe vom Bund. Recht hat er. Es ist ja nicht nur da. Rechnet mal in sämtlichen Auffangslagern, in sämtlichen Lagern, wo sind, oftmals sind die ganzen Kopfnocken verschwunden. Naja, und die maximal Pigmentierten, die machen sich schon mal auf den Weg, um mal ein Auge zu riskieren, wie sehen denn hier die Mädchen und die Frauen aus. Ich könnte kotzen. Die gute Nachricht. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Das hat mein Freund
Albert Einstein gesagt. Damit hatte er sogar recht. Wer Lust hat, sollte sich noch anmelden. Es geht heute Abend um 18 Uhr los. Wir sind im Gerstlof Hölzle. Wer da eben reingeschaut hat in die Kamera, das war die Chefin des Hauses. Die durfte das. Die ist ganz einfach ganz lieb zu uns. Und toll, es ist wirklich eine tolle Sache, was hier abläuft und auch wie wir empfangen worden sind. Heute Abend 18 Uhr geht's los, geht bis in die Nacht hinein. Morgen, wie üblich, um 11. Naja, ich sag mal auch bis 19, 20 Uhr auf das Open End. Und übermorgen für den Sonntag sind mehr, als wir erwartet haben sogar. Da geht es dann auch bis 18, 20 Uhr. Pi mal Daumen. Wir werden gut verpflegt. Das ist traumhafte Ecke. Ihr habt es im Vorspann hier gesehen. Das ist nur der direkte Umkreis hier. Einfach schön. Wenn ihr Lust habt, meldet euch noch auf imme76@web.de an. Wochenende steht bevor. Wir haben viel zu tun. Ihr hoffentlich auch. Wetter ist schön. Und das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs Zuhören. Euer Honigmann. Tschüss.